Ziele, stetige Mutantenangriffe und kleiner Lohn. Genau das Richtige für Bekloppte wie uns. Du bist jetzt unser neuer Anführer, habe ich gehört. Richtig. Na, dann kann ja nichts mehr schiefgehen, was, Kumpel? Wie willst du eigentlich angeredet werden? Mit Big Daddy oder Captain? Nicht so wichtig. Andererseits, ich denke, Commander wäre passend. Aye, Sir. Dann auf gute Zusammenarbeit. Commander. Ist ja nett, mit dir zu plaudern, aber ich habe noch eine Menge zu tun. Okay. Bei ihm sind wir erstmal durch. Oh, bin ich so knuffig. Er ist schon echt knuffig, wenn die an mich anfallen, sind die echt süß. Ich hörte, du bist ab jetzt einer von uns. Sieht ganz so aus. Okay, dann sei aber auch zur Stelle, wenn es hier rund geht. Wir brauchen bei der Verteidigung des Lagers hier jeden Mann. Du hast ab jetzt hier das Kommando? Ja, und ich hoffe, dass wir miteinander auskommen. Deine Aufgabe ist es nun, die Menschen hier sicher zu führen, sie zu beschützen und nicht in den Untergang zu treiben. Und meine Aufgabe wird es sein, dich dabei zu kontrollieren und umgehend zu töten, solltest du doch mal auf dumme Gedanken kommen. Wow. Okay, dann sind wir uns ja einig. Ja, Sir. Toll. Bring mir etwas bei. Alles klar. Läuft bei ihm. So, jetzt gucken wir doch mal hier rein. Tiertrophäe könnte ich sogar die zweite Stufe lernen. Guck mal einer an. Ah, Abenteurer kann ich auch lernen. Zeigt dir alle Teleporter auf der Karte an. Mist! Sechster Sinn, da fehlen mir noch 20 Gerissenheit. Extra Hitpoints habe ich schon. Die Ausdauer könnte ich schon lange mal hoch machen. Rüstung, da fehlt mir echt noch Konstitution. Den Rest kann ich alles. Den Rest könnte ich alles schon lernen. Ja, da habe ich noch ein bisschen was zu tun. Ja, ich merke schon, John, du würdest mich ohne mit der Wimper zu zucken einfach mal abmurksen. Zeig mir deine Ware. So. Natürlich. Kettensäbel 3. 64-64. Den kann ich sogar kaufen bei ihm. Guck mal einen an. Des Dienstleisters. Praktika plus 1. Outlaw, Härte, Macht. Holzpfeiler. Komm her. Holzpfeiler brauche ich immer. Lass mal zählen. Okay, den Rest lassen wir. Holzpfeile ist immer gut. Mit den Pfeilen mache ich momentan den meisten Schaden. Ich möchte für den Ausbau des Lagers spenden. Kein Problem. Was würdest du gerne ausbauen? Brauchen wir eigentlich nicht, ne? Eigentlich Quatsch. Siedler. Siedler. Aber wo ist denn der komische Boy da? Der komische Jäger? Wo ist der Bursche? Siedler, Siedler, Siedler. Was ist denn der Kerl? Nö, hier nicht. Mit dem Jägerstypen wollte ich auch nochmal quatschen. Eben stand er noch hier. Warte mal. Nö. Na, komm raus da. Da haben wir wieder. Ach, da hinten ist er, glaube ich. Ja, Josie. Leute wie dich können wir hier gut gebrauchen, Mann. Das ist geiler Scheiß, Mann. Da fühle ich mich gleich schon viel sicherer. Hey, du
willst sogar das Kommando hier übernehmen, haben sie mir erzählt. Stimmt das? Ja. Ja, Mann, das ist gut. Dann passiert endlich mal was hier. Ja, das glaube ich aber auch schon, dass du das nicht verwehrst. Obwohl in der postapokalyptischen Endzeit, ich weiß nicht, da ändern sich auch die Gemüter. Ja, mein Guter, da ändern sich auch die Gemüter. Man weiß es nicht, man weiß es nicht. So, Nahkampf, da brauche ich 85, fick dich. Da könnte ich, Fernkampfwaffen könnte ich 2 lernen. Okay, schwere Waffen kann ich auch lernen. Ah, okay, Parade, Granaten. Mutantenkiller könnte ich tatsächlich lernen. Okay. Ah. Interessant, interessant. Okay, aber hier kann ich also auch einiges lernen. Finde ich gut. Okay, aber, meine Lieben, wir werden das jetzt folgendermaßen machen. Ich gehe mal zu den Klerikern und guck mal, ob ich da jetzt in die Gemeinschaft aufgenommen werden kann. Ja gut, obwohl dir ja eigentlich die Berserker ja zugesagt haben, ne, John? Aber da waren so einige Punkte, wo ich gesagt habe, nee, geht gar nicht. Muss ich ganz ehrlich sagen. Archiv, ne? Ich hoffe, ihr packt keiner sein Gesangsbuch aus. Ich habe schon gehört, wenn mein Bruder einen Suff gesungen hat. Ich hoffe, ihr packt keiner sein Gesangsbuch aus. Geil. Richtig, richtig. Das sehe ich genauso. Das sehe ich genauso. Mensch, wo muss ich denn jetzt hier hin, verdammt Hacke? Ich muss doch irgendwie zu irgendeinem hin. Warte mal. L. So, Hauptmission. Gefährten, Edan, Abessa, Hauptmission. Rachefeldzug, Refugium, Vogelfrei. Verbündete aus dem Mittelalter. Assimilierung, fremden Gut. Gefühlschaos. Ja. Tavar, Abessa. Da war der... Hoppala. Müssen wir mal gucken, wo ich jetzt hier quasi aufgenommen werden kann. Falls das überhaupt noch geht. Ansonsten muss ich tatsächlich erstmal nochmal... neu laden. Weil wie gesagt, ich möchte schon... Erstmal einer Gemeinschaft, allein schon wegen neuen Rüstungen etc. möchte ich erstmal einer Gemeinschaft angehören. Wenn jemand versucht, mich zu perforieren, zähle ich auf dich. Du willst, dass ich deinen Mist ausbade? Nein, aber du hast das Kommando und du schleppst mich in die Höhle des Löwen. Mach dich locker. Ja, gut. Geil war das nicht, aber es gibt halt verschiedene Möglichkeiten, wie du hier hinkommen kannst. Ne? Entweder durch die Suggestion. Das ist die eine Möglichkeit. Du kannst aber auch anderweitig. Ich hatte ja auch noch die Möglichkeit, durch den Outlaw, der vorne vor der Stadt war, mir einen Passierschein geben zu lassen. Ne? Ich sag mal so, wenn ich meine Suggestion zu dem Zeitpunkt hochgehabt hätte, hätte der mich gar nicht suggerieren können. By the way. Ah, ich glaube, hier ist immer richtig. Nur die besten, stärksten und reinsten. Kalan wird die Reinen ins geheiligte Land bringen. Macht euch bereit. Okay.
Ach, ich war glaube ich schon direkt bei dem richtigen hier. Ja gut, jetzt mal ganz ehrlich, das hast du aber wirklich bei jedem im Prinzip, ne? Wenn du, je nachdem von welcher Fraktion du aufgegriffen wirst. Du bist wohl derjenige, der von Rainer als neuer Rekrut auserwählt wurde. Wie kommst du darauf? Ich weiß alles, was in meinem Lager vor sich geht. Ich bin Reinhold, Judikator der Kleriker und das Auge Kalans. Hier passiert nichts, ohne dass ich etwas davon mitkriege. In diesen Zeiten, mehr denn je, ist es wichtig, dass wir den Überblick behalten. Die Menschheit ist gespalten und versinkt im Chaos. Wenn wir überleben wollen, dann müssen wir stark und rein bleiben. Wenn wir zulassen, dass Anarchie die Oberhand gewinnt, dann sind wir verloren. Aber kommen wir zu dir. Bist du hier, um den Segen der Kleriker zu empfangen? Ja, ich möchte Kleriker werden. Das ist gut. Da hat Rainer mit dir wohl eine gute Wahl getroffen. Also kommen wir zu deinem Anliegen. Was möchtest du von mir? Erzähl mir mehr über die Kleriker. Was möchtest du wissen? Woher besitzt ihr das technische Verständnis? Arvid selbst hat uns dieses Wissen hinterlassen. Es war sein Beitrag, um Kalans Prüfungen zu bestehen. Dank seiner Technik müssen wir unseren Körper nicht mit Elex verseuchen, um Macht zu erlangen. Das übernehmen die Maschinen. Sie zementieren unseren Herrschaftsanspruch. Wie du also siehst, müssen sich Wissenschaft und Religion nicht zwangsweise ausschließen. Was auch wieder ein guter, auch wieder was Positives ist, ne? Religion und Wissenschaft schließen sich nicht zwangsläufig gegenseitig aus. Erklär mir eure Ränge. Wenn jemand Neues in unsere Reihen aufgenommen wird, dann wird er zuallererst Akolyt. Als Akolyt ist man berechtigt, die Kunst der Suggestion zu lernen und bekommt auch anderweitig bessere Ausrüstung von uns. Das gleiche gilt für unsere Legaten und Regenten. Jeder neue Rang bringt neue Vorteile, aber auch Pflichten mit sich. Wie läuft es hier in der Stadt? Wir halten uns streng an die Lehren Arvids. Der erste Mensch, der von Kalan erleuchtet wurde. Er hat den Meteor und den Untergang der Menschheit vorhergesehen. Und aus der Asche der alten Zivilisation hat er dann den Grundstein der Kleriker gelegt. Nur wenn wir seinem Wort folgen, können wir Kalans Prüfungen bestehen. Aber ich finde das auch geil gemacht, also diese Mundmimik beim Sprechen oder auch so die Gesichtszüge finde ich ziemlich nice gemacht in dem Game. Was sind das für Prüfungen, die Kalan euch stellt? Der Meteor war nur der erste Schritt, den Dreck vom Angesicht der Erde zu waschen. Wir, die wir das erkannt haben, streben danach, Erlösung zu erfahren. Dazu müssen sie die Prüfungen der Reinheit bestehen. Sowohl der Körper als auch der Geist muss frei sein von schädlichen Einflüssen. Denn wenn die nächste Katastrophe die Menschheit heimsuchen wird, werden nur jene emporsteigen, die diese Prüfungen bestanden haben. Wieso sollte ich ein Kleriker werden wollen? Weil wir die letzte Bastion gegen die Alps sind. Unsere Stärke, unser Glaube und unsere Technologie sind die einzigen Dinge, die sie aufhalten können. Wo die Outlaws ihren Profit haben und die Berserker im Dreck wühlen, da haben wir einen Sinn. Den Sinn, die Welt wieder